Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Train Sim World. Heute sind wir wieder mal auf der Schiene unterwegs und das zusammen mit dem brandneuen DLC Hauptstrecke Rhein-Ruhr und diesem Szenario S1 Express hier. Und mit dem werden wir heute mal anschauen, wie realistisch das alles ist. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin mir bei diesem Szenario nicht so ganz sicher, ob das alles so zusammenpasst, aber dazu später mehr. Jetzt würde ich sagen, schauen wir erstmal, was heute genau ansteht in diesem Video. Willkommen in Duisburg Hauptbahnhof. Dies ist ein Expresszug auf der S-Bahn-Strecke nach Osten. Sie werden den Zug den ganzen Weg bis nach Bochum Hauptbahnhof fahren. Okay, und die erste Mission ist, die Türen zu öffnen. Können wir auch schnell hier noch die Siefer anmachen. Und dann schauen wir mal schnell raus. Und sehen, das hier, das ist tatsächlich Duisburg Hauptbahnhof. Erkennt man auf einen Blick. Sieht ein bisschen leerer aus als in der Realität und das wird jetzt vermutlich Dislikes aus Duisburg hageln. Aber ich muss sagen, hier sieht es auch ein bisschen schöner, ein bisschen idyllischer als in der Realität aus. Ich glaube, in der Realität sind ja hier überall auch so Netze und sowas angebracht, weil da irgendwann mal eine Scheibe runtergekommen ist, glaube ich, ne? Da war mal irgendwas. Ah, ich muss hier schon die Türen wieder schließen. Und dann haben wir noch 30 Sekunden Zeit, um kurz zu warten. Aber man erkennt es auf jeden Fall. Nur wo ich mir jetzt nicht so ganz sicher bin, ist, ob das alles so zusammenpasst. Denn wir fahren heute laut Spiel auf der S1 nach Dortmund, enden zwar schon in Bochum, aber ich glaube, weder die Baureihe 425 noch die S-Bahn-Linie stimmen hier so ganz. Also das ist hier irgendwie so ein konstruiertes Szenario. Jetzt können wir losfahren. Und wird als Expresslinie betitelt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das wirklich so gibt. Also, ich glaube, auf der Linie fahren eigentlich andere Züge und der Linienverlauf, das ist so eine Kombination aus einem Regionalexpress, zum Beispiel hier RB33. Also, ich glaube, da fährt ja auch dieser Zug hier drauf. Von Aachen über Mönchengladbach, Krefeld, Duisburg, ne, dann, ich glaube, mittlerweile auch Mülheim und bis nach Essen. Und dieser RB16 oder so, ist das glaube ich, ne, die da über nach Hagen fährt. Ah, ja, ja, beruhigen wir uns hier. Die dann nach Hagen fährt und in Essen startet und dann über Essen-Krai, Wattenscheid, Bochum, Hagen und dann nach Iserlohn und sowas fährt. Also ich glaube, das ist so eine Kombination aus beidem, werden wir aber gleich sehen bei dem Verlauf. Ich dachte mir, ich zeige das einfach mal, weil, wie ihr gesehen habt, gibt es nicht viele Szenarien. Die meisten sind mit Rollmaterial, das man schon aus dem letzten DLC, dem letzten deutschen DLC, Rhein-Ruhr-Osten war das, glaube ich, kennt. Und deswegen dachte ich mir, schauen wir uns heute mal den neuen Triebwagen hier an. Oder den neuen Zug. Auf dieser etwas zusammengewürfelten Strecke. Vielleicht gibt es das auch, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber ich kenne das so jedenfalls nicht. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr oder ich habe mich sehr auf diesen DLC gefreut, weil das eine Strecke ist, die kennen viele von euch. Viele pendeln da ja jeden Tag, also nutzen diese Strecke täglich. Und ich bin da natürlich auch schon diverse Male drüber gefahren, erst letztens noch. Also da erkennt man auch hier zum Beispiel relativ viel wieder. Die eine oder andere Brücke wird man sicherlich sehen und das eine oder andere markante Gebäude. Aber ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, also was ihr dazu schreibt. Bei den bisherigen DLCs war es ja immer so, dass man irgendwie überrascht war, also dass man große Lust hatte darauf zu fahren, viel wiedererkannt hat, sich irgendwie auch gefreut hat. Aber wenn man dann so an Details rangegangen ist, dann hat man gemerkt, ah, das fehlt, das geht nicht und das funktioniert nicht. Was allerdings funktioniert ist, dass man hier die Anzeigen richtig einstellt. Also hier steht jetzt aktuell S1, laut Spiel sind wir ja auch darauf unterwegs. genau. Man könnte das jetzt noch umändern. Das zeige ich dann am Ende nochmal. So. Sind wir ein bisschen entspannter hier. Die ersten Meter, wenn man schon länger nicht mehr gefahren ist, dann sind die ersten Meter natürlich immer etwas ungewohnt. In den nächsten Folgen geht es dann natürlich wieder weiter mit Zengis. Der wird sich das dann nochmal im Detail anschauen und die S-Bahn-Strecken dann in der
normalen Ausführung zeigen. Also diese S1 über Frohnhausen, West, Mühlheim und so weiter und so fort, ne? Ist natürlich nur ein Teil der Strecke abgebildet, aber da gibt es diese ganzen kleineren Haltestellen natürlich auch. So, 3 Kilometer haben wir noch zu fahren bis zum nächsten Bahnhof und das ist dann Mühlheim an der Ruhr. Habe ich früher gerne mal mit H geschrieben. Machen, glaube ich, viele diesen Fehler, aber wird natürlich ohne geschrieben. Naja, das ist hier auch so ein Ausblick, den kennt man. So, jetzt müssen wir gerade schon mal ein bisschen runtergehen, glaube ich. Weil wir jetzt langsam aber sicher auf den Hauptbahnhof Mühlheim an der Ruhr zu steuern. Im Moment sind die Züge vermutlich ziemlich leer. Also ich selbst bin jetzt auch natürlich seit einer Woche oder sowas kein Zug mehr gefahren. Aber normalerweise ist die S1 ja so ein Magnet, ne? Also da gerade so zu den Stoßzeiten. Ja, wenn man nicht damit fahren muss, dann macht man es nicht. Aber vielen bleibt ja nichts anderes übrig. Okay. Und dann ist das, glaube ich, da vorne schon in der Kurve. Das heißt, ich versuche hier schon mal ein bisschen vom Gas runterzugehen. Und sobald die Kurve hier gemeistert ist, sehen wir da vorne Mühlheim oder die Skyline von Mühlheim an der Ruhr. Das sind richtige Heimatgefühle irgendwie. Also ich habe es in der Vergangenheit ja nicht so gesagt, aber ich habe ja die letzten 4 Jahre in Witten gelebt. Ah, fast 4 Jahre. So. Müssen wir noch hier den Bahnsteig so. Man denkt immer, es ist schon zu Ende, aber da kommt noch ein bisschen was. Wir müssen noch ein bisschen weiter durchfahren. Ich habe ja in Witten gelebt und musste dann immer so zwischen Düsseldorf und Witten pendeln. Und da fährt man zwar nicht so oft übers Ruhrgebiet, aber wenn man mal irgendwo hin muss oder sowas, dann nutzt man natürlich diese Strecke. Und auch früher, wenn ich irgendwie zur Oma gefahren bin oder sowas, ne, dann bin ich auch immer hier rüber gefahren. Also sehr gut bekannt. Auch hier in Mühlheim, schon oft gestanden. Hier ist irgendwie so eine Baustelle, oder? In der Realität. Ich glaube, hier ist alles abgesperrt. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Anzeigetafeln immer noch nicht funktionieren. Also die Informationssysteme da vorne. Da wird immer noch nichts angezeigt. Störung. Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit hier zum Durchschnaufen. Mal kurz schauen. Ach ja. Und da vorne gerade die S-Bahn. Wo fährt die hin? Das vermutlich... Ah ja, das ist die S1 nach Dortmund. Die wahre S1. Wir sind eher so ein... Also ich weiß auch gar nicht, ob dieses Modell überhaupt jemals auf einer S-Bahn-Linie eingesetzt wurde. Ich kenne das wirklich nur als Regionalbahn oder eben Regionalexpress. Je nachdem, wo man so schaut. Aber ich kenne es jetzt nicht als S-Bahn. Aber im Ruhrgebiet kenne ich schon gar nicht als S-Bahn. Gut, dann gehen wir wieder hier ins Cockpit, schließen die Türen und dann fahren wir weiter in Richtung Essen. Essen Hauptbahnhof wird dann vermutlich auch der nächste Halt sein. Jo, ist richtig. Gut. Also dann, mal gucken, wer das Wettrennen gewinnt. Vermutlich muss der Zug auch warten, weil wir teilen uns ja, glaube ich, eine Strecke, ne? Das ist ja hier auch eher so der Regionalexpress, der hier hält, ne? Oder halten hier S-Bahn und Regionalexpress auf dem Gleis? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, dann machen wir uns mal wieder auf. Kam jetzt ein bisschen überraschend, dieser DLC, aber ist ja immer so, dass man damit nicht unbedingt gerechnet hat mit den Routen. Es freut mich natürlich, dass viele aus NRW kommen, aber viele von euch haben auch schon geschrieben, wir wollen endlich mal eine Strecke aus Rheinland-Pfalz. Der sieht auch mega schön aus da, irgendwie am Rhein entlang oder sowas. Oder aus Baden-Württemberg oder aus Berlin oder sowas, aber das gibt's alles nicht. Aber mich hat verwundert, dass es diese Route hier gibt, weil die ja riesig ist. Also da
Es wurde natürlich an vielen Details gespart, ne? Es wird hier viel mit Bäumen irgendwie so kaschiert. Aber ein paar Sachen wurden hier schon gebaut und ich glaube, es ist schon eine der aufwendigeren Linien. Also verglichen mit zum Beispiel dieser Rhein-Sieg, war das irgendwie, ich glaube, also diese Linie ins Sauerland, die war ja auch so ein bisschen mit falschem Rollmaterial damals ausgestattet, aber da war es ein bisschen einfacher, da kann man ja dann einfach Bäume platzieren und sowas. Hier sind sehr, sehr viele Gebäude an den Strecken. Und das macht vermutlich mehr Arbeit. So, komm. Geben wir mal ein bisschen Gas hier. 19.13 Uhr sollen wir da sein. Ich denke mal, wir kommen ein bisschen später. Ein, zwei Minuten. Ah, eine Minute ungefähr, denke ich. Aber ich versuche mal jetzt auch ein bisschen was aufzuholen. Wobei, 160 sind gerade erlaubt. Wir können aber nur 155 oder sowas mit dem Modell fahren. Oder 150. Ah, ein bisschen mehr als 150. 156, das ist das Maximum. Vmax. Ah, hier unten geht's durch den Tunnel. Und dann sind wir in 5 Kilometern am Essener Hauptbahnhof. Quer durchs Ruhrgebiet. Ich muss auch sagen, ich mag das Ruhrgebiet. Und es ist ja mittlerweile wirklich... Ja. Alles gut, keine Panik. Ist ja wirklich relativ grün mittlerweile. Früher, also viele haben immer noch den Eindruck von so einer Kohleregion. Ich meine, das ist ja genau die Strecke hier. Duisburg, Essen, bis rauf nach Dortmund. Das waren ja überall so. Da waren ja überall Stahlwerke und Bergbau, Kohlebergbau fand da statt, ne? Viele haben immer noch den Eindruck, dass es so verschmutzt ist, aber das ist tatsächlich so grün, wie es hier auch erscheint. Und ich glaube, jetzt gleich kommt das große... Obwohl... Ah, wir werden es gleich sehen. Aber es ist echt krass gemacht. Hier würde man natürlich mit der S-Bahn normalerweise halten. Und da vorne ist wieder eine S1. Die wir schlank überholen werden. Schnellen Fußes. Oder schnellen Reifens hier. Schnelle Achse. Wir das müssen runter machen. Und können uns hier nochmal von außen dieses wunderschöne Panorama anschauen. Es gibt auch ein Szenario im Schnee und eins im Nebel. Aber ich dachte mir gerade so fürs erste Video von diesem DLC, schauen wir uns das mal hier an. Und hier vorne sehen wir dann auch die Werkstätten. Ist das Abellio oder was ist das? Ah ne, das ist hier offensichtlich von der Deutschen Bahn. Hier stehen... Die S-Bahn. Und da vorne durch die großen, markanten Gebäude. Bürogebäude schon gekennzeichnet. Sind wir natürlich jetzt gleich in Essen Hauptbahnhof. Jetzt müssen wir wirklich mal ein bisschen sehr runter vom Gas. Und fahren dann ganz geschmeidig hier ein. Hier sind sogar ein paar Baustellen abgebildet. Und da müssen wir noch bis da vorne vorfahren. Und können dann die Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Auch hier gilt natürlich, das ist alles so ein bisschen kahler als in der Realität, ne? Also, wenn man hier schon mal so... Aber es ist doch erstaunlich, wie gut man das wieder erkennt. So, meine Oma hat das immer Heususe genannt, hier diese Züge. Nicht ganz falsch, wenn man so dieses Bremsen sich anhört. Okay, sind wir denn einigermaßen pünktlich? Nee, wir haben eine Minute tatsächlich Verspätung. Aber ich möchte natürlich auch mich so ein bisschen hier auf die Umgebung konzentrieren. Hier ist auch immer eine ganze Menge los in Essen. Jetzt kann ich auch mal kurz zeigen, wie es hier so aussieht. Also der Aufbau ist ja tatsächlich 1:1. Aber die Sitze... Economy Class. Hier ist Economy Class.
Ist da Business Class? Ne, hier ist erste Klasse, aber da hinten ist Economy Class. Okay. Oh, steigen wir mal wieder ein. Machen dann auch mal die Sonnenblende hier runter. Ich möchte ja nicht beobachtet werden hier. Ah, können wir ruhig komplett runter machen. Und dann verriegeln wir die Türen und fahren weiter. So. Essen Kreis Süd. Das ist nämlich genau das, was ich meinte. Also hier vorne. Hier vorne links, also wenn das Gleis jetzt hier oder wenn die Weiche nach links stünde, dann würde man ja hier mit diesem RE, also da fahren ja zwei, RB16 heißt die eine, glaube ich, und RE40 oder sowas, oder RB40, ich bin mir nicht sicher, mit denen würde man dann weiter nach Wattenscheid, Bochum, Hagen und sowas kommen, oder eben mit dem normalen Regionalexpress. Aber ich glaube, einer davon fährt eben auch über Essen-Krai stündlich. Das ist nämlich jetzt, da muss man jetzt hier rechts abbiegen. Also links fahren, glaube ich, die ganzen. Oder ist das so? Also hier, ganz rechts ist, glaube ich, die S-Bahn-Linie. Und wir müssen hier nach rechts, ja. Und links fahren, glaube ich, ICE, IC und Regionalexpress und sowas, ne? Die dann direkt nach Wattenscheid durchfahren. Wattenscheid. So. Gut, gut. Dann halten wir mal in Essen-Krai. Und ja, dann warten nur noch Wattenscheid und Bochum auf uns und dann haben wir im Prinzip die gesamte Ranch des DLCs zwar gesehen, oder also diese gesamte Strecke oder den gesamten Stadtumfang, sage ich mal, aber streckenmäßig ist da durch diese S-Bahn-Linie eben wesentlich mehr, also Essen, Frohnhausen und so weiter und so fort. Das sind ja alles Haltestellen, die wir jetzt gar nicht angefahren haben. Die kann man dann da nochmal genauer sehen. Oh, ich bin zu schnell. Genau, hier wird es dann auch wieder ein bisschen grüner. Und dann sollte ich ein bisschen mehr auf die ganzen Anzeigen hier achten. Um nicht ständig meine Geschwindigkeit anpassen zu müssen. Aber da vorne ist die nächste Haltestelle, die wir dann erreichen werden. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu schreiben werdet zu dem DLC. Weil ich es auch echt ganz cool finde, dass es jetzt diese Baureihe hier auch für Train Sim World gibt. Und es gibt ja mittlerweile auch, war glaube ich im letzten Train Sim World Video zu sehen, das passende Repaint für die S-Bahn, die ja mittlerweile grün-weiß sind und auch so eine andere, ich weiß nicht, ob die Sitzplätze da auch angepasst wurden, aber die sind ja in der Realität auch etwas angepasst. Das finde ich schon ganz cool. Das macht es schon echt. Wertet es nochmal aus. Auf. So, 19:18 Uhr sollten wir hier sein. Und das haben wir auch geschafft. Vielleicht, weil wir ein bisschen flotter unterwegs waren. So, kommst du mal rein hier, meine Damen und Herren. Das ist wirklich etwas ungewohnt, das hier als S-Bahn zu fahren. So, und dann, also vielleicht habe ich auch Unrecht und dann bleiben aber immer noch viele Details, die zu, ich glaube in den letzten DLCs gab es auch manchmal so Probleme mit diesem Sicherungssystem, ne, dass die nicht so funktioniert haben wie in der Realität. Ah, Türen entriegeln, kommt Leute, ihr wart doch alle draußen und drin, da wollte doch niemand mehr ein- und aussteigen. Jesus Maria. Na gut. Gut, dass wir nochmal geöffnet haben. Mal kurz das obligatorische Lüften. So, jetzt aber.
Und dann geht's weiter nach Wattenscheid. Ist ja bis heute irgendwie so ein paar stolze Wattenscheider, die nicht zu Bochum gehören wollen, ne? Das ist ja irgendwie immer noch so ein kleiner lokaler Kampf da. Unter Wattenscheidern und so ein Bochumer. Ich habe irgendwann mal mit, weil ich da ja natürlich in der Ecke gewohnt habe, habe ich da natürlich auch mit vielen zu tun gehabt. Und da habe ich irgendwann mal mit jemandem gesprochen. Er hat gesagt, ja, du kommst ja auch aus Bochum. Nee, aus Wattenscheid. Ja, aber es ist doch Teil von Bochum, oder? Nee. Wattenscheid. Auch plausibel begründet, warum das so ist. Aber natürlich ist das eigentlich Teil von Bochum. Jedenfalls nach meinem Kenntnisstand. So. Dann beschleunigen wir mal wieder auf 160. Und genießen hier noch ein bisschen die schöne Natur um uns herum. Ist auch nicht so viel los. Also das ist so die Ausweichstrecke. Wenn auf der anderen Strecke irgendwas liegen geblieben ist oder es irgendwie irgendwelche technischen Probleme, Oberleitungsschäden oder sowas gibt, dann wird gerne hier auf diese Strecke ausgewichen. Natürlich nicht in Essenkrai gehalten, aber bin ich schon öfters mal lang gefahren. Mit der entsprechenden Verspätung dann natürlich. Und Wattenscheid, das ist irgendwie so ein typischer Umstiegsbahnhof. Da ist ja wirklich nichts. Ich bin mal eines Abends, hieß es mal irgendwie Bombendrohung oder sowas. Bochum Hauptbahnhof. Und dann hat der Zug in Wattenscheid gehalten. Und dann war man sich nicht sicher. Es war mitten in der Nacht, es war nach einer Gamescom. Bin ich dann auch nach Hause gefahren. Und da war man sich nicht sicher, ob der jetzt überhaupt noch weiter fährt. Also auch die Zugbegleiter wussten das natürlich nicht. Oder auch die Leitstelle wusste es nicht. Dann ist man da gestrandet und hat halt festgestellt, anscheinend, da kommst du auch nicht mehr weg oder so. Also da ist nichts. Vielleicht, wenn du ein bisschen weiter rausgehst. Ich glaube, hier ist auch irgendwo ein Baumarkt, ne? Aber so direkt vom Bahnhof ist nix. So. Es sind wirklich nur diese zwei Gleise. Große Verengung. Okay, dann lassen wir die Leute, glaube ich, hier mal raus. So. Und dann können wir uns auch selbst mal kurz anschauen, ob man hier irgendwie runtergehen kann. Das würde mich nämlich mal selbst interessieren. Kann man zwar, aber hier ist nicht viel zu sehen. Nee, hier kann man nicht mehr weiter. Okay. Ich dachte, man kann auch noch... Also es ist schon nah dran. Dieses Signal, ich erinnere mich noch dran, als ich hier abends stand, dieses Signal stand auf Rot und keiner wusste, ob sich das an diesem Abend auch mal auf Grün stellen wird. Es war fürchterlich. Die Strecke war zu weit, um das irgendwie, also Busse fuhren da sowieso nicht mehr um die Zeit. Die Strecke war zu weit, um mit einem Taxi zu fahren und irgendwie doch ziemlich nah am Ziel, also... Eine dramatische Lage, der ich mich da ausgesetzt sah. Oh, machen wir die Türen wieder zu. Alle einsteigen bitte. Abfahrt. Im Moment werden auch keine Fahrkarten kontrolliert, ne? Aufgrund der Bestimmungen. Und dann ist die nächste Haltestelle auch unsere Endhaltestelle. Bochum Hauptbahnhof. Die Haltestelle sollen wir dann um 19.27 Uhr erreichen. Das, denke ich, wird auch funktionieren. Mal kurz schauen. Sandstreuer, was haben wir hier noch? Wir haben hier übrigens auch, wir können hier zwar... die ganzen Außenlautsprecher und sowas können wir alles aktivieren.
Das hat aber, glaube ich, keine Auswirkungen. Also, wir können da zwar draufklicken, aber da ertönt dann keine Außenansage oder keine Lautsprecheransage. Und ansonsten haben wir hier noch unsere Instrumentenbeleuchtung. Ja. Und hier SIFA und PZB. Also ich finde es wirklich, das ist so richtige Ruhrpott-Romantik hier. Mit der untergehenden Sonne. Sieht man nicht oft, aber wenn, freut man sich ein bisschen. An so einem richtig warmen Tag. Ich weiß auch nicht, ob das hier eine Klimaanlage hat, der Zug. Aber es gibt ja durchaus Züge, wo man an so einem richtig warmen Sommerabend dann noch eingestiegen ist und alles wirklich, es roch unangenehm, es war unangenehm warm, Züge aufgeheizt. Freut man sich zumindest über die Sonne, die dann noch untergeht. Ich glaube, wir kommen auch einigermaßen pünktlich an sogar. Aber ich meine, so herausfordernd war die Strecke jetzt auch nicht. Also, das fand ich halt ein bisschen schade, dass es da nur diese vier Szenarien gibt. Und ich glaube, es hieß immer mal, der Editor kommt, aber bis jetzt ist da ja noch nichts gekommen. Ähnlich sieht es mit dem Multiplayer aus. Das sind ja also große Projekte, die wurden irgendwann mal versprochen und angekündigt, aber nie umgesetzt, nie released. Sehr schade natürlich, fehlt irgendwie hier im Spiel, warten alle drauf, aber dadurch kann man sich dann natürlich auch keine eigenen Szenarien aktuell basteln und ist da so ein bisschen auf das angewiesen, was mitgeliefert wird. Und wenn das dann eher unspektakulär ist, ja, dann... So, und das nächste Signal ist dann, glaube ich, auch schon rot. Denn das wird das am Ende des Hauptbahnhofs sein. Hier rechts, S-Bahn-Haltestelle, was ist das? Ich weiß es nicht. Und da... ist dann auch schon Bochum... Hauptbahnhof. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Habe ich mir selbst noch nicht angeguckt. Deswegen bin ich gerade auch ein bisschen leiser. Weil mich sehr interessiert, wie das wohl aussieht. Dieser Bahnhof. Hier links ist, glaube ich, so ein Parkhaus. Ja. Naja. Naja. Ich glaube auch nicht, dass der Zug schon hier hält. Wir sind ja noch nicht mal richtig drin im Bahnsteig. Im Bahnhof, der hält ja eigentlich viel weiter vorne. Zielvorgabe erfüllt. Naja, also die Umgebung sieht doch ein bisschen anders aus hier. Und ich glaube, hier war so ein Parkhaus, was gesprengt wurde. Oder? Ich weiß nicht, ob das da noch steht. Das war irgendwie so verlassen. Aber, ja, so, der Hauptbahnhof selbst, der kommt dem Original schon recht nah. Gut. Dann haben wir es jetzt gleich geschafft. Es sind am Ziel angekommen. Das war also der S1 Express. Am Ende bleibt mir natürlich nichts anderes, als hier nochmal schnell Zielvorgabe erfüllt. Ah, ich wollte noch das Ganze einstellen. Machen wir in der nächsten Folge dann. Da hätte man jetzt noch nicht einsteigen einstellen können. Ansonsten aber einige Punkte hier bekommen. Wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge zusammen mit der S-Bahn und der BR422 in der DB-Lackierung. Das Add-on bietet 46 Kilometer, hat auch ein Fahrplan-Feature. Man kann hier also auch als RE1, RB33, RE sowieso unterwegs sein. Da gibt es noch eine ganze Menge, ist aber natürlich alles nicht an Szenarien gekoppelt. Wie auch immer, ihr werdet noch viel davon sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.